Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu meiner ersten farbenfrohen Stunde. Wer es nicht mitbekommen hat, und zwar hatte ich die Idee einer Sprechstunde, weil ich habe es einfach ganz, ganz oft, dass ihr mir Nachrichten schreibt und euren Sorgen, Problemen, Nöten erzählt und nach Tipps und Tricks fragt. Und das möchte ich immer recht zeitnah beantworten, weil ich sonst Angst habe, dass ich es vergesse. Und dann habe ich nicht immer die Zeit, das so ausführlich zu beantworten, wie ich es gerne tun wollen würde. Deswegen hatte ich die Idee einer Sprechstunde. Und deswegen konntet ihr mir gestern von 16 bis 20 Uhr Nachrichten schicken und mich um Rat fragen. Und einige Nachrichten habe ich gestern schon beantwortet und den Großteil werde ich wirklich in diesem Video beantworten, damit möglichst viele Leute natürlich auch was davon haben, weil einige Fragen haben sich gehäuft, schon gestern in den Nachrichten. Und natürlich wird es unter euch auch Leute geben, die einfach dieselben Probleme haben. Und deswegen wollte ich das gerne in dieser Videoform machen. Das ist jetzt unsere erste Testrunde, das ist so ein Testlauf. Ich gucke mal, wie das so funktioniert, wie oft wir das machen wollen. Und es wurde dann gestern auch schon der Hinweis gegeben, ob ich nicht wie so eine Art SOS-Coaching machen könnte. Das heißt, wo wir nicht 3 Stunden im Monat coachen zum Beispiel, weil das für viele auch einfach zu teuer ist, sondern dieses System, ich schildere dir meine Situation und du gibst mir dann ganz konkrete Anweisungen, wie ich da rauskommen kann. Das ist natürlich nicht so ein intensives Coaching, ist natürlich nicht so erfolgreich. Ich kann euch da nicht so an die Hand nehmen und das so 1:1 machen, aber ich kann euch einen Weg vorzeigen, den ihr gehen könnt. Und ich werde das mal noch ein bisschen im Hinterkopf behalten und mir mal überlegen, wie ich das umsetzen könnte. Ihr könnt mir an dieser Stelle gerne mal schreiben, ob das nicht nur für die Mama, die mir das vorgeschlagen hatte, was wäre, sondern ob euch andere das auch interessieren würde. Quasi so ein Kurz-Coaching, was dann natürlich auch wesentlich günstiger sein würde. Genau. So viel zur Vorrede. Ich würde sagen, wir starten mit den Nachrichten. Einige werde ich vorlesen, andere muss ich wiedergeben, weil ich da Sprachnachrichten bekommen habe. Und zum Schluss habe ich eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil ich davon keine Ahnung habe. Die werde ich trotzdem stellen, weil vielleicht jemand unter euch ist, der da eine Antwort weiß und das dann in die Kommentare schreiben kann. So, dann starten wir mal mit Frage Nummer 1. Also diese Frage habe ich in ähnlicher Form öfter bekommen, deswegen nehme ich die jetzt mal so ein bisschen stellvertretend. Mich würde mal interessieren, wie du ruhig bleibst, wenn die Kinder gerade beide zickig sind zum Beispiel, wenn sie müde sind und du merkst, du explodierst gleich. Hast du da vielleicht auch eine kleine Übung für den Moment, wenn es gerade soweit ist? Danke und schöne Grüße. Das ist etwas, was ich wirklich, das ist glaube ich die Frage, die ich am meisten gestellt bekommen habe bisher, glaube ich. Und deswegen möchte ich das jetzt mal ein bisschen intensiver aufgreifen. Ich war früher auch so, dass ich schneller explodiert bin, wie sie hier so schön sagt. Und das hat sich aber bei mir verändert. Und ich sag mal, früher war mein normales Level irgendwo hier. Ne? Und dann, wenn man sich das als Fass vorstellt, war mein Fass bis hierhin voll. Und dann tröpfelte immer was so im Alltag mit den Kindern oben rein. Und irgendwann lief das Fass halt über. Mittlerweile ist meine Füllung nur hier. Und deswegen kann natürlich viel, viel mehr reintröpfeln, ehe dann mal irgendwie was bei mir passiert. Deswegen rate ich immer so auf lange Sicht, sein Entspannungslevel einfach ein bisschen zu erhöhen, einfach von Grund auf ruhiger und gelassener zu werden. Und wie schafft man das? Durch verschiedene Art und Weisen. Schaut einfach, was ihr für ein Typ seid. Das dauert auch, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich empfehle es langfristig gesehen, einfach seine Entspannung zu erhöhen, einfach von Grund auf gelassener zu werden. Und das erreichst du durch Yoga, natürlich auch durch Meditation. Also das wäre so, wenn ich nur einen Rat geben würde, wie ihr entspannter und gelassener sein würdet, würde ich sagen Meditation. Wer damit noch gar keine Erfahrung hat, unten in der Infobox ist mein Audiokurs Meditieren lernen für Einsteiger auch verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Genau, Yoga, Meditation, aber auch so Sachen wie Sport zum Beispiel, dass man sich auspowern kann. Was wäre auch noch was? Tagebuch schreiben. Das ist auch für viele Leute was. Was zum Beispiel auch noch was wäre, wäre einfach, also sich von Grund auf mit sich selbst beschäftigen, sich Ruhe gönnen. Das kann
ein Abend in der Badewanne sein, das kann ein Buch lesen sein, das kann irgendwie kreativ sein, irgendwie malen sein, aber dass man einfach Wege findet, zur Ruhe zu kommen und schon von Grund auf entspannter zu werden, langfristig gesehen. Und wenn man dann in dieser Situation halt ist, wo es brenzlig wird, habe ich so ein paar Empfehlungen. Was man im Vorfeld schon tun könnte, ist, solche Situationen mal gedanklich durchzuspielen. Also wie sie hier sagt, wenn die Kinder sich streiten oder so, das sind ja Dinge, die einfach öfter vorkommen. Schon mal im Vorfeld im Kopf durchspielen, was könnte ich dann tun in der Situation? Das gibt dir A, die Sicherheit, du weißt, was du dann tun kannst. Du bist so ein bisschen darauf vorbereitet. Also du hast einen Plan, was du dann tun kannst. Also diese Situation, die vielleicht häufiger vorkommen, wirklich schon mal gedanklich durchspielen, wie kannst du diese Situation dann entschärfen? Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Das Beste ist einfach, aus der Situation herauszugehen. Also dass entweder das Kind aus der Situation herausgehen muss, also dass es zum Beispiel einfach den Raum für eine Weile verlassen muss oder dass du den Raum verlässt. Das ist auch immer das Mittel meiner Wahl, dass ich den Raum verlasse. Auf den Balkon gehen, auf die Toilette gehen, völlig egal, einfach nur aus der Situation herausgehen und dann dort, wo du dich befindest, natürlich nicht in Gedanken dich noch weiter in dieses Szenario reinsteigern, sondern dich hinstellen, im besten Fall die Augen zumachen und dich nur auf deinen Atem konzentrieren. Also dich nur darauf konzentrieren, dass du einatmest, ausatmest. Und dabei kannst du denken, Ruhe, Gelassenheit. Einatmen, ausatmen. Ruhe, Gelassenheit. Und das machst du ein paar Sekunden und du merkst einfach, wie du ruhiger wirst. Und dann kannst du zurück in die Situation gehen und es viel, viel ruhiger lösen. Also du bekommst irgendwann auch so ein Gefühl dafür, wenn du merkst, okay, jetzt explodiere ich gleich, geh sofort raus, warte nicht, geh sofort raus. Wenn es doch mal passieren sollte, dass man explodiert, das finde ich absolut menschlich, sich danach dafür entschuldigen, erklären, warum es so war. Also Situationen dann auch immer aufklären. Also mit den Kindern, wenn sie natürlich das entsprechende Alter haben, dann auch besprechen, was dich gestört hat. Also warum du vielleicht böse geworden bist, was dich gestört hat. Vielleicht auch erklären, dass du vielleicht im Vorfeld schon nicht so gut gelaunt bist, weil irgendwas Blödes passiert ist zum Beispiel. Natürlich aber immer kindgerecht. Also bei uns sind zum Beispiel so Situationen, wenn ich Auto fahren muss und die Kinder mich permanent von hinten irgendwas fragen, dann muss ich halt auch erklären, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt Auto fahren, ich kann euch eure Fragen gerade nicht beantworten. Also versuchen auch zu erklären dann vielleicht, warum man laut geworden ist oder warum man dann doch explodiert ist. Genau, also die Situation immer so ein bisschen entschärfen. Und es ist auch immer eine gute Sache, auch bei den Kindern zu schauen, wie kann ich dafür sorgen, dass die einfach ruhiger und entspannter werden, damit solche Situationen auch von Kinderseite nicht mehr so oft vorkommen. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Entspannungsgeschichten, die man seinen Kindern auch während des Tages mal vorlesen kann. Wenn ihr merkt, okay, hier bahnt sich eventuell gleich eine Streitigkeit an, dann setzt euch hin, lest so eine Geschichte und dann kann sowas schon mal gar nicht mehr passieren. Wenn ihr merkt, es baut sich so ein bisschen auf. So Entspannungsgeschichten. Dann gibt es auch wunderbare Meditationen für Kinder, die man machen kann, wenn die das richtige Alter haben. Es gibt Yoga für Kinder, ist auch wunderschön. Da verlinke ich euch gerne mal ein bisschen was unten in der Infobox. Da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Buch dazu. Also man muss da auch ein bisschen aktiv werden und natürlich was tun. Wenn du was verändern möchtest in deinem Alltag, dann musst du auch was dafür tun. Und das sind Dinge, die da einfach helfen können. Oder auch Sport bei Kindern, ne? Wenn ihr merkt, okay, die haben relativ hohes Wutpotenzial oder so, die dann einfach zum Sport zu schicken, damit die sich dort auspowern können. Was auch immer hilft bei wütenden Kindern oder auch in Trotzphasen. Nach Trotzphasen wurde ich zum Beispiel gestern auch gefragt, wie ich damit umgehe. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also da ist auch Sport eine Möglichkeit. Also einfach den Kindern Wege an die Hand geben, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können. Und das ist das eine, zum Beispiel Sport. Oder für andere Kinder ist es vielleicht Musik oder Kunst, wo sie lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Dann ist es hilfreich, die Gefühle benennen zu können. Da gibt es ein wunderbares Buch mit einem Fisch. Das weiß ich, hat meine Schwester, die ist Grundschullehrerin. Das verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Und da werden einfach die verschiedenen Gefühle erklärt. Weil Kinder können euch ja gar nicht mitteilen, was mit ihnen los ist, weil ihnen die Wörter dafür fehlen. Also auch wirklich schauen, dass man den Kindern Ausdrücke für Gefühle beibringt, damit sie sich besser erklären können.
und auch selber bei sich anfangen und seine Gefühle klar kommunizieren. Das heißt, meine innere Gefühlswelt muss ich auch nach außen spiegeln dürfen. Also das heißt, es ist völlig okay, wenn ich traurig bin, das auch zu zeigen. Also unsere Kinder dürfen lernen, dass es verschiedene Gefühle gibt und dass es völlig in Ordnung ist, die zu zeigen. Also auch du als Mama, halt deine Gefühle nicht zurück, zeig die ruhig offen. Wenn du wütend bist, dann sag das auch. Wenn du traurig bist, dann sag das auch. Wenn du Zeit für dich brauchst, dann sag das auch. Also es ist auch immer eine Frage der Kommunikation mit deinen Kindern. Die verstehen so viel. Wenn du sagst, ich bin gerade irgendwie so kaputt, ich bin gerade so müde, ich möchte mich einfach nur mal 5 Minuten hinlegen. Eure Kinder werden ankommen und mit euch kuscheln. Die sind da so, so, so empathisch. Also das sind zum Beispiel auch Wege, mit Trotzphasen zum Teil umzugehen. Ich werde dann aber später nochmal darauf eingehen, den Kindern einen Umgang mit Gefühlen zu vermitteln. Da ist auch das Wort Resilienz ganz, ganz wichtig. Da habe ich auch schon mal ein Video zugedreht. Das verlinke ich euch auch gerne mal. Da habe ich auch einen Audiokurs zugemacht, der ist unten verlinkt. Und da habe ich auch ein Kapitel, wie man die Resilienz bei Kindern stärken kann. Und da geht es gerade um diese Dinge, den Kindern helfen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Kindern dabei helfen, eigene Lösungen zu finden, dabei selbstbewusster natürlich zu werden. Also wenn euch das interessiert, dann recherchiert mal ein bisschen was zur Resilienz bei Kindern oder holt euch den Audiokurs. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr, sehr hilfreiche Tipps dazu. So, ich glaube, jetzt habe ich diese erste Frage ausführlich genug beantwortet und wir schauen uns mal eine weitere an. Wir haben hier das nochmal so ein bisschen ähnlich, aber ich wollte gerne darauf nochmal eingehen. Huhu, wie schaffst du das, ruhig zu bleiben, wenn die Kinder sich zum x-ten Mal streiten, rumbocken, meckern oder nicht hören? Bei uns ist es oft so, dass der große 6 nicht hört oder die kleine Schwester 2 ärgert. Und ich habe das Gefühl, ich rede mich dumm und dusselig und nichts bringt etwas. Das kann man natürlich jetzt so grob schlecht erklären. Da hilft es immer, sich im Nachhinein so eine konkrete Situation mal zu nehmen. Was ist konkret im Vorfeld passiert? Also was für eine Grundstimmung hatten die Kinder? Was ist vielleicht bei denen im Vorfeld passiert? Was war dann die konkrete Situation, also der Streit zum Beispiel oder wo sie nicht gehört haben? Wie hast du reagiert? Und sich das dann im Nachhinein nochmal reflektieren und angucken. Was hätte ich anders machen können? Was hätte im Vorfeld schon anders sein können, damit es nicht zu diesem Problem kommt? Da gibt es eine wunderschöne Coaching-Übung, die nennt sich Alternativsonne. Das heißt, man malt sich so eine Sonne und an die Strahlen schreibt man erstmal, was passiert ist, was man nicht mehr so möchte. Also, dass die Kinder sich zum Beispiel ständig streiten oder dass das Kind nicht hört, was auch immer. Dann mache ich mir eine zweite Sonne, das ist die Alternativsonne. Und dort schreibe ich halt dran, wie es sein soll. Also, dass du möchtest, dass die Kinder sich mehr vertragen, dass sie hören und man guckt dann, was gibt es dafür für Lösungen, also wie komme ich dahin? Aber das ist jetzt schwer zu machen, das macht man eigentlich in einem 1:1 Coaching. Das wäre zum Beispiel sowas für so ein SOS-Coaching zum Beispiel, dass man das mal miteinander durchgeht, wie man da Alternativen finden kann. Ansonsten finde ich es immer wichtig, auch auf die Bedürfnisse der Kinder zu achten. Also im Vorfeld schon mal zu schauen, okay, was ist gerade mit denen? Haben die Hunger? Ganz oft sind unsere Kinder einfach nur zickig, weil sie Hunger haben. Oder weil sie müde sind, dann kann ich die natürlich, wenn die älter sind, tagsüber nicht mehr zum Schlafen großartig bewegen. Aber dann, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, mal so eine kleine 5-Minuten-Pause und ich lese eine Entspannungsgeschichte vor. Oder wir setzen uns mal hin und hören ein Hörspiel und malen nebenbei irgendwas. Also versuchen auch den Alltag einfach mal von Grund auf zu entschleunigen. Das ist bei vielen nämlich so, wir haben so einen stressigen Alltag. Wir rennen von A nach B nach Z. Dann haben wir noch hier noch viel zu tun. Also diese Zeit, wo wir mal ganz in Ruhe mit unseren Kindern zusammensitzen und alles harmonisch ist, das ist so, 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 so selten, weil unser Alltag so stressig ist. Und deswegen von Grund auf mal den Alltag entschleunigen. Also schau dir halt mal deinen Alltag an und guck, wo kannst du mehr Ruhe einbauen oder richtige Tage einbauen, wo du sagst, heute mache ich nichts. Heute ist wirklich nur Zeit mit den Kindern, wo wir ganz in Ruhe zusammen Dinge tun. Einfach zu Hause in Ruhe. Das wäre vielleicht auch noch so ein bisschen was ich zu diesem Thema sagen kann. Hallo liebe Julia, eine super Idee mit der Sprechstunde. Das haben übrigens viele gesagt, ich habe ganz viele Herzen bekommen, vielen Dank. Ich habe ganz oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich Geld nur für mich ausgebe, mir Zeit nur für mich nehme oder es mal kein warmes Essen gibt. Dieses schlechte Gefühl ist leider immer dabei. Das ist mir in meinem Elternhaus eingeimpft worden und hält sich hartnäckig. Schlechtes Gewissen, damit muss ich sagen, habe ich überhaupt keine Erfahrung. Das ist bei mir nicht so.
weil ich weiß, dass es meinen Kindern nur gut geht, wenn es mir auch gut geht. Und deswegen achte ich sehr darauf, dass es mir gut geht. Dass ich mir ab und an mal was gönne, dass es völlig in Ordnung ist, wenn nicht alles perfekt läuft, dass es halt nicht zum Beispiel jeden Tag warmes Essen gibt. In solchen Situationen immer relativieren. Wer findet das denn gerade schlimm? Du. Also deine Kinder finden nicht schlimm, dass du Geld für dich ausgegeben hast, dein Mann wahrscheinlich auch nicht. Deine Kinder finden es auch nicht schlimm, wenn ich jeden Tag warmes Essen auf den Tisch gebe. Das bist nur du. Und du allein bist dafür verantwortlich, diese Gefühle ändern zu können. Das ist etwas, wo du bei dir anfangen darfst und auch kannst. Und wenn du sagst, das wurde dir in deinem Elternhaus eingeimpft, das hat bei mir gleich alle Alarmglocken schrillen lassen. Das sind Glaubenssätze. Das sind Glaubenssätze, die dir als Kind aufgelegt wurden, die du dir als Kind angeeignet hast und die musst du jetzt aufbrechen. Wäre auch wieder was Schönes für ein SOS-Coaching. Das heißt, man guckt sich erst an, was habe ich für Glaubenssätze? Also was sind diese Glaubenssätze? Zum Beispiel, ich darf kein Geld für mich ausgeben. Oder wie auch immer du das für dich persönlich formulieren würdest. Und dann suchst du einfach Beispiele, die diesen Glaubenssatz widerlegen. Also dass es natürlich völlig in Ordnung ist, wenn du Geld für dich ausgibst. Such da Beispiele in deinem Alltag und dann formst du diesen Glaubenssatz um in einen positiven. Also es ist völlig in Ordnung, Geld für mich auszugeben. Es ist völlig in Ordnung, mir was Gutes zu tun. Es ist sogar wichtig, mir was Gutes zu tun. Also da hat mich, glaube ich, wirklich so getriggert, dieses, das ist ein Glaubenssatz, den du hast. Und wenn du daran nicht arbeitest, wird der immer da sein. Du musst anfangen, diese Glaubenssätze, die dir dieses schlechte Gewissen einprügeln, aufzulösen, damit zu arbeiten, die aufzulösen. Und mit diesen neuen positiven Glaubenssätzen, die du dir dann im Laufe dieser Übung geschaffen hast, musst du dann arbeiten. Also du musst dein Unterbewusstsein umprogrammieren. Dein Unterbewusstsein kennt nur diese negativen Glaubenssätze, die du schon so viele Jahre hast. Und dann müssen wir unser Unterbewusstsein mit den neuen Glaubenssätzen einfach umprogrammieren. Das heißt, zum einen haben wir unserem Unterbewusstsein bewiesen, hey, das ist gar nicht so, indem wir diese Gegenbeispiele gefunden haben. Und zum anderen müssen wir unser Unterbewusstsein dann mit den neuen Glaubenssätzen füttern. Und unser Unterbewusstsein ist am beeinflussbarsten früh am Morgen und abends, bevor wir schlafen gehen. Und da ist es wirklich hilfreich, entweder sprichst du dir diese neuen Glaubenssätze irgendwo auf und hörst du das dann immer morgens und abends an. Oder du hast einen kleinen Zettel, wo die draufstehen oder ein Screen oder eine Memo auf dem Handy und liest dir das dann morgens und abends immer durch. Genau, das dazu. Von derselben Person nochmal, mir ist noch was eingefallen. Ich stelle ständig meine Entscheidungen in Frage, obwohl ich mir vorher immer viele Gedanken mache, vielleicht auch zu viele. Auch das ist natürlich wieder ein bisschen sehr allgemein, deswegen vielleicht in Zukunft für die nächste Sprechstunde versucht, so spezifisch wie möglich zu sein und am besten auch Beispiele zu geben. Du denkst also viel über Entscheidungen nach. Manche Menschen sind einfach so, ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt nicht so und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist eine Charaktereigenschaft von dir, so bist du einfach. Die Frage ist immer, wie du Entscheidungen triffst. Triffst du Entscheidungen aus deinem Bauchgefühl heraus, weil du sagst, das ist deine Intuition und die sagt dir, das ist richtig, dann ist das völlig in Ordnung und dann hinterfragt das auch nicht, weil das sind die richtigen Entscheidungen, die aus dem Bauchgefühl herauskommen. Oder triffst du Entscheidungen, weil du dich von außen ganz doll beeinflussen lässt? Was X und Y denken, wofür du dich eventuell rechtfertigen müsstest, was der einfachere Weg ist oder. Und wenn du Entscheidungen von außen triffst, dann hinterfragst du die natürlich ständig, weil die nicht aus deinem Bauchgefühl herauskommen. Also versucht auch zu lernen, eurem Bauchgefühl zu vertrauen. Jetzt kann ich das schon wieder sagen, es tut mir leid, aber es gibt dazu einen Audiokurs, der nennt sich Mit mehr Selbstvertrauen Mama und Frau sein. Und in diesem Audiokurs lernst du, wie du dieses Vertrauen in dich selbst stärken kannst, dass du genau weißt, was das Richtige in jeder Situation ist, indem du einfach wieder anfängst, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und damit können wir uns so vieles erleichtern, indem wir wieder Zugang dazu finden, was uns unser Bauchgefühl, unsere Intuition, unser Herz, wie auch immer du das sagen möchtest, vorgibt, was die richtigen Entscheidungen sind und darauf kannst du dich verlassen, weil das ist so ein Urinstinkt. Und nicht Entscheidungen dann von außen so abhängig machen und nicht alles zerdenken und dann auch für dich sagen, okay, jetzt habe ich einmal diese Entscheidung getroffen, jetzt gehe ich auch. Also auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, ich habe mich dafür entschieden und jetzt mache ich das auch so. Es kann sein, dass es die falsche Entscheidung war, aber du hast diese Entscheidung getroffen. Und
aus dem, was dann resultiert, was passieren wird, wirst du wieder Entscheidungen treffen und. Und wenn du Fehler machst, lernst du auch aus diesen Fehlern. Also reflektier immer, was hättest du anders machen können, damit du es beim nächsten Mal einfach dann auch anders machst. So, das ist jetzt eine sehr lange Nachricht, aber ich werde sie auch vorlesen. Liebe Julia, ich finde es toll, was du alles für die lieben Mamas und auch Nicht-Mamas in deiner Community tust. Ich gehöre derzeit noch zu der zweiten Gruppe, auch wenn es für die nächsten Jahre auch schon eine Familienplanung gibt. Ich selbst habe letztes Jahr nach 5 Jahren Studium die Hochschule verlassen und bin so das erste Mal ins Berufsleben gestartet. Für mich auch eine starke Lebensumstellung, zumal neben der normalen Arbeitszeit auch noch 1,5 Stunden Pendelzeit hinzukommen. Danach wartet dann der Hund auf seinen Auslauf. Was danach fehlt, ist Zeit und Routine. Also nicht direkt ein Mama-Problem, weil es mit dem Mama-Sein nichts zu tun hat, aber doch ein Problem, was vielleicht auch Mamas haben können. Definitiv. Was für Tipps hast du für das Schaffen von Routinen? Dabei geht es mir einerseits um die Routine im Haushalt. Man hat eben nicht jeden Tag Lust, noch quer durch die Wohnung zu huschen und aufzuräumen. Und so sammelt sich manchmal das Chaos ein wenig und man ist nur noch deprimiert, wenn man nach Hause kommt. Andererseits fehlt mir auch ein Anhaltspunkt, mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Mal eine Maske, mal vielleicht auch einfach mal eine neue Frisur einüben. Doch woher die Zeit zwischen Arbeit, Hund, Partner und auch einfach mal nichts tun hernehmen? Vielleicht hast du ja einen kleinen Tipp oder eine Inspiration. Auch diese Frage zum Thema neue Routinen schaffen oder auch bessere Strukturen schaffen, habe ich öfter bekommen gestern. Ich würde erstmal anfangen zu erzählen, wie ich das mache und dann das nochmal auf ein paar konkrete Tipps runterbrechen. Bei mir ist es wirklich so, also bei mir hat sich ja auch meine komplette Lebenssituation verändert und ich musste mir auch neue Routinen schaffen und bin auch noch dabei, neue Routinen zu implementieren. Das dauert halt alles natürlich eine Weile. Aber wir gehen mal so einen normalen Tag bei mir durch, weil ich weiß, ich wurde auch nochmal zu der Nachricht, komme ich dann bestimmt, nach Morgenroutinen und Abendroutinen gefragt. Deswegen erzähle ich euch einfach jetzt mal im Folgenden, wie das ganz konkret bei uns halt abläuft. Also am Morgen ist es wirklich so, dass ich die Kinder dazu erzogen habe, ist einfach eine Übungsfrage, dass die sich morgens erstmal relativ alleine kümmern müssen, weil es mir für mich persönlich einfach sehr wichtig ist, dass ich morgens erstmal die Zeit habe, alles in Ruhe vorzubereiten. Also ich stehe auch mit den Kindern auf, ich stehe auch nicht vor denen auf und dann startet es wirklich damit, dass ich mich erstmal fertig mache. Dass ich dann das Essen für die Kinder fertig mache, dass ich denen dann ihre Sachen rauslege. Das kann man natürlich, je nachdem wie es für dich passt, auch schon am Abend vorher vorbereiten. Und ich mache mich erst selber fertig, da kümmern sich die Kinder wunderschön. Und dann komme ich und wir ziehen zusammen an, wir machen dann in Ruhe los. Bei uns ist morgens wirklich immer Ruhe und Entspannung, da ist nichts mit Hektik. Das ist vielleicht auch ein großer Tipp, Zeitpuffer einfach einbauen. Also das war erst was, das hatte ich vor 2 Wochen, 3 Wochen ist das, glaube ich, auch passiert. 1/2 Stunde, bevor wir da sein mussten, habe ich angefangen, alles vorzubereiten, uns anzuziehen und loszumachen. Und wir saßen im Auto zu dem Zeitpunkt, als wir hätten eigentlich schon da sein müssen. Also habe ich beim nächsten Mal einfach noch 1/4 Stunde eher angefangen und habe das dann so beibehalten. Und jetzt läuft es auch ohne Zeitstress. Weil das ist, glaube ich, immer das Schlimmste, wenn man dann in diesen Zeitdruck gerät. Vor allen Dingen halt morgens, wenn man dann auf Arbeit muss oder auch zum Kindergarten oder in die Schule muss. Deswegen, wenn ihr merkt, das funktioniert zeitlich nicht so, auch wenn man denkt, man, das muss doch reichen. Es ist halt so, es passiert ganz oft so viel Unvorhergesehenes. Da wird nochmal irgendwas verkleckert, da muss man nochmal ein Kind komplett umziehen. Man hat irgendwas vergessen, was man noch schnell machen muss oder. Deswegen baut euch doch dann noch 1/4 Stunde mehr Zeitpuffer zum Beispiel ein. Dann bringe ich die Kinder in den Kindergarten und wenn ich wiederkomme, startet schon eine meiner weiteren Routinen, was jetzt auch den Haushalt anbelangt. Dann gehe ich einmal durch die komplette Wohnung und räume auf. Also ich gehe von Zimmer zu Zimmer und gucke dort, was da zu tun ist. Also dass ich Jalousien hochziehe, Fenster öffne, Betten mache, weil sowas mache ich früh morgens zum Beispiel nicht. Dass ich nochmal Spielzeug ein bisschen wegräume, dass ich Getränke und Essen wegräume, was einfach früh stehen geblieben ist von den Kindern noch oder. Also ich gehe dann in jedes Zimmer und gehe da halt einmal durch. Und dann bin ich auch in 5 bis 10 Minuten mit der kompletten Wohnung einmal durch.
Ansonsten auch was ich immer mache, ist, dass ich Dinge sofort tue. Also wenn irgendwo ein Fleck ist, mache ich den sofort weg. Geschirr räume ich sofort weg. Ich lasse nichts draußen stehen. Also alles hat seinen festen Platz, auch bei dir zu Hause. Und dort kommt es einfach wieder hin, wenn du es nicht mehr brauchst. Alles bei dir zu Hause braucht einen festen Platz. Und wenn es nicht mehr gebraucht wird, kommt es sofort an diesen festen Platz zurück. Das ist eine Gewöhnungsfrage, aber das hilft so viel im Haushalt. Und dann diese Sachen, was nur wenige Sekunden oder Minuten dauert, auch sofort machen. Und nicht aufschieben. Oder wenn du mal sagst, okay, jetzt nehme ich mir mal 5 Minuten und mache diese ganzen kleinen Krischelarbeiten, hast du halt auch schon unglaublich viel geschafft. So, also das heißt, ich gehe da morgens einmal rund ums Haus und habe ich wieder so meine Grundordnung drin. Und dann ist mein ganz normaler Arbeitstag, wie bei euch auch. Und dann hole ich die Kinder ab. Und bei mir ist ja mittlerweile so, dadurch, dass ich die Freiheit habe, dass ich selbstständig bin, mache ich viel Haushaltssachen auch so nebenbei. Also da läuft dann immer mal eine Waschmaschine zum Beispiel oder ich kaufe einen, bevor ich die Kinder abhole. Wenn das für dich funktioniert, ist es natürlich super. Wenn nicht, musst du schauen, wie du das mit den Kindern zusammen irgendwie auf die Reihe bekommst. Vielleicht kannst du dir das auch einteilen mit deinem Partner, weil ich zum Beispiel nehme meine Kinder super selten mit zum Einkaufen, weil mir das einfach zu stressig ist. Das muss ich einfach nicht haben. Und wenn die Kinder da sind, gibt es natürlich auch Tage, an denen ich einfach noch was machen muss. Also da muss noch eine Wäsche aufgehangen oder abgenommen werden. Es muss vielleicht doch nochmal irgendwas geputzt werden. Und das finde ich auch völlig okay, das mal zu machen. Kinder müssen schließlich auch lernen, dass man im Haushalt auch Dinge zu tun hat, dass Dinge erledigt werden müssen. Das ist auch völlig okay. Ich weiß, da kommt dann später nochmal eine Frage, wie man das mit Kindern ganz konkret machen sollte. Da gehe ich dann später gerne nochmal drauf ein. Und dann haben wir auch so einen ganz strukturierten Tagesablauf am Abend, der immer gleich ist. Immer gleich. Und das ist so dieses Wichtige. Und da muss jeder so ein bisschen für sich schauen, was gut funktioniert. Also bei einigen funktioniert es zum Beispiel besser, wenn sie den Schlafanzug anziehen und Zähne putzen, bevor sie den Sandmann schauen. Weil wenn sie dann vorm Fernseher sitzen, der Kreislauf dann logischerweise einfach runtergeht und die danach nicht mehr gut mitmachen. Dann macht es so. Bei uns funktioniert es sehr gut, wenn wir das nach dem Sandmann noch machen. An manchen Tagen schummel ich auch ein bisschen und es gibt den Sandmann über Netflix, weil ich zum Beispiel merke, dass die Kinder schon um 6:30 einfach völlig müde sind. Also ich muss das dann auch nicht so ziehen. Also da habe ich dann auch schon so meine Tricks. Weil wenn ich die nochmal ziehen würde und die nur noch müder werden, machen die dann natürlich bei der Abendroutine auch nicht mehr so gut mit. Ne? Also da vielleicht auch so ein bisschen flexibel zu sein. Und dann bringe ich die Kinder ganz in Ruhe ins Bett. Und ich muss sagen, ich bin jemand, der macht Schlafbegleitung. Am Anfang, als wir hierher gezogen sind, habe ich das nicht gemacht. Und es war unglaublich stressig, die Kinder ins Bett zu bringen. Es hat nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Die wollten nicht schlafen. Die sind dann noch ewig in der Wohnung rumgerannt. Und irgendwann habe ich angefangen mit Schlafbegleitung. Und am Anfang hat es mich genervt, dass ich halt da noch eine Stunde, manchmal anderthalb Stunden mit im Zimmer bin. Und mittlerweile ist das die schönste Zeit des Tages für mich. Also da freue ich mich schon richtig gehend drauf, auf dieses wir sitzen erst zusammen. Erst liest Svea was vor, dann lese ich was vor. Dann hören wir uns zusammen ein Hörbuch an. Und wir liegen dabei wirklich alle drei zusammen. Da hören wir uns erst ein Hörbuch an, dürfen sich die Kinder immer aussuchen. Das ist im Moment entweder Bibi und Tina, Benjamin Blümchen oder Lauras Stern. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie spät es gerade schon ist, wie lang das sein darf. Und in der Zeit wird mal da ein Rücken gekrault und da ein Rücken gekrault und ich bekomme ein bisschen den Rücken gekrault. Und wenn das Hörspiel dann zu Ende ist, singe ich immer noch ein Lied. Aktuell ist das Lieblingslied kein Schlaflied, sondern grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Und danach ist Ruhe. Und dann dauert das noch 5 Minuten, manchmal 10 Minuten und dann schlafen die Kinder auch ein. Dann gehe ich aus dem Raum wieder raus. Ich habe mich einfach damit arrangiert. Also wenn du ständig im Kopf hast, boah, in der Zeit könnte ich jetzt aber den Abwasch machen und ich könnte noch dies machen oder ich könnte endlich vor dem Fernseher sitzen und mich entspannen, dann funktioniert das nicht. Also entweder du triffst diese Entscheidung, das mit deinen Kindern so zu tun, wie ich es mache, fügst dich dem und genießt es dann irgendwann auch, oder du musst dich anders entscheiden und musst einen anderen Weg finden. Also ich kann auch keine Tipps für konkrete Routinen geben, weil jede Familie einfach individuell ist. Du bist ganz anders als ich vielleicht, deine Kinder sind ganz anders als meine Kinder. Da muss man einfach für sich schauen, was passt denn. Also setz dich vielleicht mal hin, nimm dir was zu schreiben und schreib auf, wie hättest du es gern
Und wie kommst du dahin? Also was kannst du dafür tun, um dahin zu kommen? Also der Abend zum Beispiel muss dann halt auch sehr ruhig natürlich gestaltet werden von Grund auf. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen eher anfangen mit dem Abendritual. Wenn wir jetzt nochmal auf die Nachricht konkret zurückgehen, wo sie sagt, sie hat manchmal einfach keinen Bock auf Haushalt. Also ich bin ein Freund zum Beispiel davon, jeden Tag ein bisschen zu machen. Also ich habe immer so eine Grundordnung einfach drin. Die wird morgens hergestellt und die wird dann auch wieder abends hergestellt, wenn die Kinder dann zum Beispiel im Bett sind. Dass ich immer so eine Grundordnung habe und mich prinzipiell immer wohlfühlen kann bei mir zu Hause. Das hilft mir sehr. Ansonsten habe ich Putztage. Also Freitag ist mein Putztag und dann nehme ich mir halt die Stunden Zeit, um hier einmal komplett durchzuputzen, ne? Staub zu wischen, Staub zu saugen, zu wischen, was halt alles ansteht, Bettwäsche zu wechseln und solche Sachen. Da habe ich zum Beispiel in dem letzten Coaching den Tipp gegeben, sich einfach wirklich einen Haushaltsplan zu machen. Wenn das noch ein bisschen chaotisch bei dir ist, dann mach dir einen Haushaltsplan. Schreib dir alle Aufgaben auf, was täglich gemacht werden muss und was halt wöchentlich oder monatlich gemacht werden muss. Und dann teile dir das auf. Dann hast du halt Montag bis Samstag von mir aus. Und dann stehen halt immer die Aufgaben drin, die täglich gemacht werden müssen. Und dann halt die zusätzlichen Aufgaben, die sonst noch dazukommen. Und dann kannst du abhaken. Und dann kannst du gucken, dass du jeden Tag ein bisschen machst und nie so unglaublich viel. Oder wenn es dir lieber ist, dass du alles halt an einem Tag zum Beispiel machst. Und wenn du einen Partner hast, dann teilt es halt auch so ein bisschen auf. Einfach so diese Struktur zu haben und zu wissen, okay, wenn ich mich an den Plan halte, dann habe ich auch immer alles gemacht. Dann kann ich mich sicher fühlen, dann ist immer, also mir hilft wirklich, wenn man diese Grundordnung hat, dass man sich dann wirklich zu Hause wohlfühlen kann. Und das ist ein Prozess, manchmal hat man da keinen Bock drauf, das ist auch so. Und ich bin ein Verfechter von, wenn du keinen Bock hast, dann lass es halt auch mal bleiben. Also niemand wird im Dreck ersticken, wenn es mal ein, zwei Tage nicht so gut aussieht. Wenn du keinen Bock hast, dann lass es halt. Aber es sollte nicht zum Dauerzustand werden. Und ich sage auch immer gerne, macht euch nicht so einen Stress, wenn jetzt zum Beispiel Besuch kommt und man denkt, oh Gott, und das sieht aus. Und geht mal von euch aus, wenn ihr zu euren besten Freunden geht. Wenn es da chaotisch aussieht, für mich wäre es schon unnormal, wenn es da nicht chaotisch aussieht. Das muss einfach so aussehen. Und es ist mir doch Wurst. Es ist mir doch völlig egal, ob es da chaotisch aussieht oder nicht, weil ich gehe doch dahin, weil ich die Menschen mag und nicht, weil mich interessiert, wie es bei denen aussieht. Und so ist doch dann auch, wenn liebe Menschen einfach zu euch kommen. Also das dann auch manchmal zu relativieren und nicht in irgendeinen Putzwahn oder Sauberkeitswahn zu verfallen. Also wir sind Mamas, wir haben Kinder. Bei uns darf das durchaus auch mal unordentlich einfach aussehen. Ansonsten habe ich schon mal ein Video gemacht zum Thema Routinen schaffen. Das verlinke ich euch gerne nochmal. Das ist ein Prozess. Und da muss man manchmal auch Dinge ausprobieren. Manchmal werden euch Sachen einfach nicht passen, wo ihr denkt, oh, nee, das funktioniert für mich einfach nicht. Das funktioniert für andere, aber für mich nicht. Dann lass es bleiben und probier was anderes aus. Aber verfallt niemals in dieses, bei mir wird es eh nichts. Ach, es sieht halt nun mal bei mir immer unordentlich aus. Dann lassen wir es halt so. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, musst du was dafür tun. Dann musst du was ändern. Das kannst nur du tun. Da muss man den Weg gehen. Da muss man Dinge ausprobieren. Und sich so eine Routine zu schaffen, das dauert halt wirklich ein bisschen mehr als einen Monat. Also dann versuch mal 30 Tage irgendwas durchzuziehen. Halt wirklich 30 Tage lang durchzuziehen, jeden Tag irgendwas in der Wohnung aufzuräumen zum Beispiel und irgendwann wird es eine Routine. Weil irgendwann merkst du, wie gut es dir tut, wie schön das ist, wenn immer eine Grundordnung da ist und dann machst du es einfach freiwillig und dann ist es auch in deinem Alltag integriert. Ich hoffe, das konnte soweit deine Frage beantworten. So, noch eine etwas längere Frage. Hallo liebe Julia, was für eine großartige Idee von dir und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Um dir mein Problem zu schildern, muss ich etwas ausholen. Und das ist mir sogar ganz lieb. Ich kenne und liebe meinen Mann seit vielen Jahren. Er ist noch immer meine große Liebe, mein bester Freund und mein Seelenverwandter. Mit niemandem bin ich so sehr ich selbst vertraut und innig wie mit ihm. Und auch nach wie vor ist er für mich mega attraktiv und anziehend. Letztes Jahr kam jedenfalls unser absolutes Wunschkind zur Welt und seitdem sind wir auch als Eltern ein tolles Team. Nun zu unserem bzw. meinem Problem. Erstmal an dieser Stelle muss ich sagen, dass ich das wunderschön finde, was du gerade geschrieben hast. Und das solltest du dir immer wieder ins Gedächtnis und ins Herz rufen. Ich habe so viele Mamas, wenn wir so über Probleme mit dem Partner sprechen, die das schon gar nicht mehr nennen können. Denen solche positiven Dinge einfach gar nicht mehr einfallen. Deswegen behalte das im Herzen, dass du noch so liebevoll über deinen Partner auch sprechen kannst. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Lust auf Sex ist schon während der Schwangerschaft verschwunden und seitdem auch nicht wieder aufgetaucht.
Übrigens auch ein Thema, was ich mehrmals bekommen habe gestern. Wir haben es ein paar Mal versucht, es dann aber immer aufgrund von Schmerzen wieder gelassen. Da dieses Thema doch sehr intim und auch auf gewisse Weise peinlich ist, habe ich mich mit anderen Mamis aus meinem Umfeld noch nicht ausgetauscht. Bitte tut das. Sprecht über sowas. Weil aus meiner Erfahrung, das geht nach einer Geburt, ich sag mal so 80% der Mamas. Ich kenne so viele Mamas, die ein Kind bekommen haben und danach 2, 3 Jahre überhaupt keinen Sex mehr hatten. Redet mit euren Freundinnen darüber. Redet mit euren Freundinnen über Sexthemen. Ich habe irgendwann damit angefangen. Ich habe selber mit euch angefangen, über sowas zu reden. Dann dachte ich mir, ja, okay, dann kann ich mit meinen Freundinnen auch darüber reden. Und ich habe dann von einer Freundin gehört, ey, ich bin so froh, dass ich mit dir über sowas reden kann. Ich kann sonst mit niemandem darüber reden. Es tut so gut. Und das ist so wichtig. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir übrigens bald zu Hause eine Dildo-Party machen. Nicht, weil es irgendwie lustig ist und ach und cool, ich wollte schon immer mal eine Dildo-Party machen. Nein, du schaffst einfach an diesem Abend eine Atmosphäre, in dem es völlig in Ordnung ist, völlig legitim ist und auch dazugehört, über Sex zu sprechen. Über Sex in deiner Partnerschaft zu sprechen. Und die wirklich intimen Sachen, die besprichst du ja dann nur mit der Beraterin und nicht in der großen Gruppe. Aber einfach, um mal einen Rahmen zu schaffen, sich damit zu beschäftigen und nach Lösungen zu suchen, anzufangen. Nur schon mal so viel dazu. Ich habe das Glück, dass er mir keinen Druck macht. Das ist sehr, sehr schön. Aber muss man auch natürlich immer aufpassen, ne? Dass das nicht irgendwann mal zu einem größeren Problem wird, als es sein müsste. Aber es fehlt uns beiden etwas. Wenn du dazu also einen Rat oder Tipps hast, sehr gern. Und wenn es manchen Mamis ebenso geht, wäre ich auch über ein ausführliches Video zum Thema wahnsinnig dankbar. Zum einen habe ich dazu schon mal ein Video gedreht. Das verlinke ich gerne nochmal. Zum anderen, was mir sofort eingefallen ist, ist die Fummelkiste. Die habe ich auch schon ein paar Mal vorgestellt. Das ist einfach ein Produkt, das euch anleitet, wieder ein bisschen mehr Romantik, ein bisschen Sex in euren Alltag zu integrieren. Dass es euch einfach Ideen mitgibt. Deswegen verlinke ich das gerne auch nochmal unten in der Infobox. Ansonsten seid ihr bewusst, das ist ein Thema, was super viele Mamas anbelangt. Also erstmal so dieses, du bist nicht allein und es ist nicht irgendwie abnormal. Also ich bin keine Frauenärztin oder Psychologin, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ganz viele Mamis haben nach einer Schwangerschaft, und da nehme ich mich auch mit rein, unglaubliche Probleme wieder mit dem Sex. Das hat natürlich viele Gründe. Zum einen hat es vielleicht auch was mit Schamgefühl oder so zu tun, weil unser Körper natürlich nicht mehr so aussieht wie vorher. Zum anderen spielen natürlich auch so Sachen wie Geburtsverletzungen eine Rolle. Dann natürlich eine Geburt und alles, was damit rumspielt, das sind nicht nur diese offensichtlichen Verletzungen, wenn man zum Beispiel reist, sondern einfach auch innerliche Verletzungen. Oder wenn du zum Beispiel manchmal Sex mit deinem Partner hast, obwohl du keine Lust hast, aber ihm Gefallen tust, das hinterlässt Spuren in dir als Frau. Und sowas häuft sich dann einfach an und irgendwann hat man dann gar keinen Sex mehr. Wenn du an sowas glaubst, wenn du das probieren möchtest, dann kann ich dir Yoni-Eier sehr empfehlen. Das sind einfach, wie soll ich es nennen? Ich würde jetzt einfach sagen Zaubersteine, aber das macht es sehr spirituell. Also das sind Natursteine, die einfach, wie zum Beispiel der Amethyst oder was auch immer ihr dann habt, also ich habe zum Beispiel auch 2 verschiedene, so Dinge einfach auflösen, so Blockaden auflösen. Die helfen euch auch bei eurem Beckenboden. Also das ist zum Beispiel auch etwas, wenn ihr besseren Sex haben wollt oder wieder mehr Lust auf Sex haben wollt, trainiert euren Beckenboden. Also da habe ich, ich mache gerade ein richtiges Beckenbodentraining, da gibt es bald mehr dazu von mir, da berichte ich euch mal davon. Fangt halt wieder bei euch an. Das heißt, geht erstmal zur Frauenärztin, erzählt ihr von eurem Problem und lasst checken, ob alles in Ordnung ist. Manchmal kann das einfach auch was Hormonelles sein, dass da keine Lust mehr da ist, aber auch was Organisches sein. Also geht erstmal zur Frauenärztin, lasst das durchchecken. Dann gibt es ganz viele Internetforen, Facebook-Gruppen, wo sich genau mit solchen Themen auseinandergesetzt wird. Da können einfach so dieses, ich kann es mal jemandem erzählen und ich merke, ich bin nicht allein. Das hilft auch super viel weiter. Dann auch mit dem Partner darüber sprechen. Ich kenne auch die andere Seite, also ich habe einen sehr guten Freund, wo die Freundin seit der Geburt einfach keinen Sex mehr möchte und die auch tatsächlich seit 2 Jahren keinen Sex mehr hatten. Also ich kenne auch die andere Richtung. Und es ist A, wichtig, mit dem Partner darüber zu sprechen, aber ihr müsst auch verstehen, dass der das in seiner Gänze überhaupt nicht verstehen kann. Er hat kein Kind in seinem Bauch getragen, er hat kein Kind zur Welt gebracht. Dieser Geburtsvorgang ist bei ihm nicht passiert. Sowieso ist
der weibliche Genitalbereich ja was komplett anderes und sensibleres, als es beim Mann ist. Deswegen seid auch verständig, dass euer Partner das nicht zu 100% verstehen kann. Aber besprecht es trotzdem mit ihm und seid da auch offen. Also sagt nicht nur, ich habe keine Lust auf Sex, sondern sagt auch wirklich, woran das alles liegt und was eure Gefühle sind. Also auch für euch, hinterfragt mal, was da alles auch mit reinspielt. Vielleicht ist es Unsicherheit, vielleicht ist es Scham, vielleicht ist es Angst, was auch immer es ist. Auch da vielleicht der Hinweis, sich einfach mal in einer ruhigen Minute hinzusetzen, sich schön zu machen mit einem tollen Getränk, mit einer Kerze, mit einem tollen Notizbuch und einfach darüber zu schreiben. Davon zu schreiben, vielleicht auch von Sexerfahrungen zu schreiben, die nicht für dich schön waren, weil das hilft unglaublich, das so aus sich rauszuschreiben, das mal loszulassen. Und deswegen vielleicht das Thema auch wirklich mal anzugehen. Das ist halt sowas, das macht man super gerne, das fällt so unter den Teppich. Ne? Wir haben so einen stressigen Alltag manchmal und das Thema Sex fällt dann so gerne unter den Teppich. Dabei ist das so wichtig und ich empfehle es jedem, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wenn man da Probleme hat. Also wir hatten schon, zum Frauenarzt zu gehen und das abklären zu lassen. Mit anderen Betroffenen zu sprechen, da wirklich offen zu sein, auch mit dem Partner offen zu sein. Als nächstes bei sich selbst anzufangen. Das heißt, mit Joni-Eiern gerne zu arbeiten. Da habe ich auch ein Video gedreht, das verlinke ich euch gerne nochmal und meine Joni-Eier kann ich euch auch verlinken. Beckenbodentraining zu machen ist immer eine gute Sache und sich allgemein mit seinem Körper, mit seiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Und wie mache ich das? Indem ich anfange, mich selbst wieder zu berühren, mich selbst wieder kennenzulernen. Das auch als Chance zu nutzen, mal wirklich auf Tuchfühlung zu gehen, was gefällt mir nicht, was mag ich nicht. Vielleicht auch mit Sexspielzeug bei dir selbst zum Beispiel anzufangen. Oder da ist zum Beispiel auch wieder was Cooles, Fantasy, was ich auch mal vorgestellt habe, verlinke ich euch auch alles. Einfach wieder einen Zugang zu seiner eigenen Sexualität und zu seiner eigenen Lust zu finden. Wenn ich wieder selbst Lust entwickeln kann, kommt dann irgendwann automatisch auch die Lust auf den Partner und damit auch der Sex. Also immer wieder, was ich immer sage, bei sich selbst anzufangen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, sich Fantasy zu nehmen, erotische Hörgeschichten und da wieder einen neuen Zugang vielleicht zu finden. Wirklich auch ganz aktiv mit dem Partner drüber zu sprechen und aktiv mit dem Partner die Sache anzugehen. Das heißt, zum Beispiel mit der Fummelkiste das mal auszuprobieren. Mit verschiedenen Sexspielzeugen eventuell mal rum zu experimentieren. Vielleicht das Ganze auch mal von einer ganz anderen Seite anzugehen und zu sagen, okay, wir massieren uns erstmal gegenseitig, wir fassen uns erstmal gegenseitig an und wir wissen, beides wird nicht im Sex enden. Weil viele von uns haben dann so diesen Druck und denken, ja, okay, jetzt will er aber logischerweise auch noch Sex. Aber das mit seinem Partner vorab zu sprechen, du, wir machen das ganz langsam und wir beide wissen, es wird definitiv nicht im Sex enden, die ersten Male. Dann gibt es natürlich auch Paartherapien, wo man auch sowas ansprechen kann. Es gibt auch Sextherapeuten. Ich habe mich selber zum Beispiel auch mal mit einer unterhalten, die das mit euch einfach angeht. Oder dann wirklich auch eine Verabredung zum Sex. Natürlich hat das auch wieder ein gewisses Drucklevel, da musst du gucken, ob du damit umgehen kannst. Aber zu sagen, wir geben heute die Kinder ab, wir fahren vielleicht sogar in ein Hotel mit Spa-Bereich, wir entspannen uns und wir wissen, worauf es heute Abend hinausläuft, wir machen das Ganze in Ruhe und entspannt. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, was du tun kannst. Das Wichtige ist, irgendwas davon zu tun, erstmal anzufangen. Ich persönlich, wenn ich jetzt sagen müsste, das ist mein Nummer 1-Tipp, würde sagen, fang bei dir an mit deiner Weiblichkeit. Lern dich selber wieder kennen, beschäftige dich erstmal selber mit deiner Lust und dann schau weiter. Aber ich bin natürlich keine Expertin. Es gibt auch Sex-Coaches, die das wirklich im Coaching mit euch angehen. Also da vielleicht auch mal schauen, weil das ist natürlich nicht mein Spezialgebiet. Da könnte ich jetzt auch nur so aus meiner Erfahrung sprechen. So, also wie ich das zeitlich sehe, kommen wir hier definitiv auf eine farbenfrohe Stunde wahrscheinlich. Okay, also hier jetzt nochmal eine Frage zu den Routinen, was wir vorhin schon hatten. Hallo, ich bin vierfache Mama und wollte mal fragen, wie ich es alleine hinbekomme, eine ruhige und geordnete Abend- und Morgenroutine hinzubekommen mit meinen Kindern, weil es bei uns immer hektisch hergeht. Also da würde ich auch sagen, Vorbereitung ist alles. Also setz dich mal hin und schreib mal auf, wie ist eure Routine aktuell und wie hättest du es lieber? Und dann zu gucken, wie komme ich dahin, indem ich zeitiger anfange, indem ich Dinge vielleicht im Vorfeld besser vorbereite
Und bei uns ist wirklich so, dass alles, also bei uns findet es wirklich in Ruhe statt. Also unser Morgen startet in Ruhe, weil ich weiß, ich habe die Zeit, alles in Ruhe zu machen. Unser Abend, also ich sag mal, unser Abendritual startet so 5:30 und 7 gehen ja die Kinder meistens ins Bett und 5:30 startet schon das Abendritual. Und das beinhaltet halt auch, dass nur noch leise gesprochen wird, dass niemand mehr tobt, dass alles in Ruhe gemacht wird, dass wir nur noch Aktivitäten machen, die wirklich leise und ruhig sind. Dass dann halt auch dieser ganze Prozess, ne, aus Geschichte vorlesen, aus Rücken kraulen, eine Geschichte zusammenhören. Wie gesagt, da kommt auch wieder was ich am Anfang gesagt habe. Vielleicht wollt ihr am Abend mit größeren Kindern eine Yoga-Routine einführen, ein bisschen den Meditieren nahebringen, mit denen eine Fantasiereise machen, da gibt es auch tolle Sachen auf YouTube, oder Entspannungsgeschichten vorlesen. Einfach, dass da von Grund auf eine Entspannung reinkommt. Also das, genau, also einfach mal das ganze System anschauen, wie ist es jetzt, wie hätte ich es gern und wie komme ich dahin. Das wäre auch wieder ein tolles Thema wahrscheinlich für so ein SOS-Coaching, das mal 1:1 mit mir durchzugehen, wie kommst du denn dann konkret dahin. So, auch wieder eine sehr lange Nachricht. Hallo Julia, ich freue mich über deine offene Sprechstunde. Danke, dass du so bist, wie du bist. Genauso bist du wundervoll. Dankeschön. Ich habe ein Problem damit, meinen bzw. unseren Alltag zu strukturieren. Also ich sagte ja, manche Themen sind öfter vorgekommen. Ich bin alleinerziehend mit 3 Kindern. Meine ersten 2 Mädchen, 7,5 und ein Sohn, 6 Jahre, mit Autismus-Spektrumsstörung, hat seit kurzem Pflegegrad 1. Die haben auch Kontakt zu ihrem Vater alle 14 Tage, Papa-Wochenende. Der Jüngste, 11 Wochen alt, vom Vater nicht gewollt. Nach seiner Geburt fiel ich in Depression, nehme seit ca. 5 Wochen Johanniskraut, war auch beim Neurologen und mir geht es immer ein Stück weit besser. Da möchte ich gleich mal einhaken. Also da finde ich es auch immer gut, sich wirklich zum Beispiel zu einer Heilpraktikerin zu gehen und da mit Bachblüten zum Beispiel zu arbeiten. Bei Depressionen ist auch wieder was, wo Meditation super gut helfen kann, Tagebuch schreiben kann. Also wirklich nicht in dieses Loch verfallen, sondern einen Weg finden, damit umzugehen. Nun möchte ich wieder langsam alles in geregelten Bahnen leiten, was mir sehr schwer fällt. Das kleine unberechenbare Baby, mein Sohn, frisch eingeschult auf einer Förderschule mit eigenem Integrationshelfer. Mein Sohn ist weg von ca. 7.30 Uhr bis spätestens 12.30 Uhr. Meine Tochter, die geht morgens mit einer Freundin aus der Nähe zur Schule, verlässt um 7.20 Uhr das Haus. Um 16.30 Uhr gehe ich ihr den Heimweg mit den beiden Jungs entgegen. Und dann nimmt das Chaos seinen Lauf. Das Baby leidet unter Koliken. Sobald wir heimkommen, ca. 17 Uhr, schreit er bis 20 Uhr und ich fühle mich so hilflos, weiß nicht, was ich zuerst tun soll. Der Kleine schreit, die Großen haben Hunger und wollen von ihrem Tag erzählen. Dann streiten sich die Großen immer wieder und mein Nervenkostüm wird immer dünner. Ich möchte gleich mal einhaken, damit ich nichts vergesse. Erstmal zu den Koliken. Das war bei uns auch so. Bei uns war es ab 19 Uhr, konntest du die Uhr nachstellen und da hat es wieder geschrien, geschrien, geschrien. Da musst du, also ich war damals froh, dass ich einen Partner hatte, der mir dabei geholfen hat, aber du musst jetzt schauen, wie du erstmal mit diesem Problem, also nimm das große Problem, nimm es auseinander und schau dir die kleinen Sachen an. Wir starten mal mit dem Problem, dass dein Baby da sehr lange schreit. Schau, wie du damit umgehen kannst, was es für Möglichkeiten gibt. Ich denke, du kennst das alles, Kümmelzäpfchen, Kümmelöl, Bauch einreiben, bla bla bla. Was bei mir dann den Durchbruch geschaffen hat, war A-Tragen. Also, dass du sagst, okay, ab diesem Zeitpunkt nimmst du das Kind nur noch in die Trage und gestaltest so deinen Alltag mit den anderen Kindern. Und dass wir beim Osteopathen waren. Deswegen nimm dir vielleicht da auch mal die Zeit und geh mit deinem Kind zum Osteopathen. Das hat sehr geholfen. Also kümmere dich erstmal um dieses Problem Nummer 1. Dann haben wir Problem Nummer 2, dass dann alle Kinder plötzlich zu Hause sind und natürlich jedes Kind deine Aufmerksamkeit möchte. Was absolut verständlich ist. Das ist auch etwas, was ich bei uns bemerke. Und ich merke, okay, die Kinder, die sind irgendwie zickig und die streiten sich nur noch. Dann hinterfrage ich, okay, wie waren denn so die letzten Stunden? Und meistens fällt mir da sofort auf, du hast dich in den letzten Stunden zu wenig ganz intensiv mit den Kindern beschäftigt.
Und das heißt nicht, dass wir draußen spielen waren und dass wir da waren und dort waren, sondern dass wir zusammen saßen und zum Beispiel was gelesen haben, gekuschelt haben, zusammen uns was angehört haben, zusammen in Ruhe was gemalt haben. Also etwas ganz in Ruhe gemacht haben, wo ich mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit bei den Kindern war. Das hilft unseren Kindern so sehr, wenn wir einfach mal 5 Minuten volle Aufmerksamkeit haben. Und das ist bei dir natürlich eine echt harte Nummer. Deswegen auch da wieder, wie ist dein Alltag aktuell? Was gefällt dir nicht? Wo möchtest du mal hin und wie kannst du da hinkommen? Also das große Problem, erstmal kleine Probleme aufteilen. Kümmere dich erstmal darum, wie kannst du mit den Koliken umgehen. Auch da, es ist nur eine Phase, es ist nur eine Zeit. Irgendwann ist es zum Glück wieder vorbei. Zum Glück für dich natürlich. Immer so im Hinterkopf behalten, zur Stärkung für dich. Dann guck, wenn alle Kinder zu Hause sind, wie kannst du es schaffen, jedem Kind gerecht zu werden? Hast du die Möglichkeit, jedem Kind erstmal 5 Minuten Zeit zu schenken oder vielleicht das mit allen Kindern zusammen zu machen, dass es eine Routine wird, sobald alle Kinder zu Hause sind, setzt ihr euch zusammen, dann darf vielleicht jeder erstmal in Ruhe erzählen, was ihn vielleicht beschäftigt. Jeder darf mal mit dir kuscheln oder ihr sitzt zusammen und lest erstmal was, irgendwas, um erstmal so eine Grundruhe reinzubekommen. Weil das ist bei uns auch so. Wir kommen nach Hause und es ist erstmal so, boah! Und deswegen erstmal irgendwas zusammen machen, um wieder Ruhe reinzubringen, würde ich jetzt in dem Fall empfehlen. Und im Vorfeld immer zu schauen, okay, du weißt, ab der und der Uhrzeit wird es richtig mega stressig für dich. Dass du dir davor, je nachdem wie dein Alltag aussieht, nochmal Zeit nehmen kannst, nur für dich. Wo du vielleicht mal 5 Minuten meditieren kannst, wo du vielleicht ein Powernapping machen kannst, wo du einfach mal in Ruhe nochmal einen Kaffee trinken kannst, um dich auch mental darauf vorzubereiten. Du weißt, okay, jetzt kommen ein paar sehr, sehr schwierige Stunden, aber die sind auch irgendwann dann wieder vorbei. Und da komme ich jetzt, das schaffe ich auch. Und zu gucken immer, wie ist dein Energiehaushalt? Ne? Also viele von uns, die verbrauchen so viel Energie, dass am Abend nichts mehr da ist. Gerade am Abend, wo wir als Mamas nochmal so richtig viel Energie brauchen. Da habe ich auch ein E-Book geschrieben, mehr Energie für deinen Mama-Alltag. Kannst du ja auch nochmal gucken, dass du das vielleicht nochmal durchliest. Dass du mal guckst, wie kannst du deinen Alltag ein bisschen umstrukturieren, damit dein Energiehaushalt möglichst konstant bleibt. Also wo kannst du dir mal 5 Minuten, 15 Minuten für dich nehmen, um wieder auch dein Energiehaushalt einfach wieder ein bisschen aufzustocken. So, das waren so die ersten Sachen, die mir eingefallen sind. Jetzt lesen wir mal weiter. Nervenkostüm wird immer dünner. Da ist zum Beispiel auch dieses so eine 2 Minuten Atemmeditation, was ich ganz am Anfang hatte. Dieses mal nur auf den Atem konzentrieren. Alles ausblenden und nur darauf konzentrieren, das hilft ungemein. Ich könnte mich jeden Abend hinsetzen und heulen. A, tu es mal, heul mal wirklich. B, fang an, Tagebuch zu schreiben. Setz dich jeden Abend hin und schreibe über den Tag, weil dann kannst du es loslassen, dann kannst du reflektieren, was hättest du eventuell anders machen können. Und such dir jemanden, mit dem du auch drüber sprechen kannst. Weil gerade wenn man alleinerziehend ist und sich dann nicht am Abend mit einem Partner hinsetzen kann, das loswerden kann, guck, dass du eine Freundin hast, vielleicht auch jemand ähnlichen Betroffenen findest, mit dem du darüber sprechen kannst. Ende vom Lied ist meist, dass ich das Baby um 20 Uhr zu Bett bringe und die beiden Großen mir auf der Couch einschlafen, weil ich keine Energie mehr habe, sie ins Bett zu bringen. Das macht mich mega traurig. Da hast du genau das gesagt, was ich vorhin schon erwähnt habe. Schaut, dass euer Energielevel am Abend auch noch konstant ist und nicht eigentlich schon im Keller ist, weil wir da noch mal viel Energie brauchen. Und was euch Energie schenkt, sind zum Beispiel Yoga, Meditation. Du könntest also, wenn du das Baby ins Bett gebracht hast, das kostet Überwindung, das weiß ich selber, aber es lohnt sich, mit deinen größeren Kindern eine kleine Yoga-Praxis von 5 Minuten machen, 5 Minuten meditieren, geht super mit Kindern in dem Alter und sie dann ins Bett bringen. Die sind entspannt, die schlafen schneller ein, du konntest aber noch mal ein bisschen Energie für dich generieren. Also bei dir würde ich ganz konkret auch empfehlen, das wäre jetzt wieder so ein anderes kleines, von einem großen Problem abgespalten, kümmere dich um deinen Energiehaushalt, wie der einfach konstanter sein kann. Mit dem autistischen Sohn ist der ganze Nachmittag leider auch nicht so einfach und bei der Großen merke ich oft, dass ihr meine Zuneigung fehlt. Genau, also schau auch da, dass du jedem Kind irgendwo gerecht werden kannst. Es ist natürlich so, dass man denkt, ja, die Großen müssen zurückstecken, erstmal die Kleinen, aber schau, dass jedes Kind mindestens 5 Minuten am Tag nur Mama-Zeit hat, das brauchen die, dann sind die auch ruhiger
und meckern auch weniger und streiten sich weniger. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll, wie ich es strukturieren kann und irgendwie jedem der Kinder gerecht werde, ohne mich dabei zu vergessen. Genau, also vergiss dich selbst auch nicht dabei. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, also das sind eigentlich super viele Themen, die da zusammenkommen. Deswegen, du hast das große Problem und schreib jetzt mal auf, was sind eigentlich die vielen kleinen Probleme. Die Koliken, dein Energiehaushalt, die wenige Zeit für dich, jedem Kind gerecht zu werden, die Kinder von Grund auf mehr zu entspannen, neue Routinen schaffen, andere Abläufe im Alltag zu schaffen. Dann schau dir an, wie ist es jetzt, wie soll es mal werden, wie komme ich dahin? Das wäre auch so was Klassisches eigentlich wieder für dieses SOS-Coaching, wo wir dann sagen, okay, ich kenne dein Problem schon, das hast du mir schon erzählt. Und dann setzen wir uns mal 15 bis 20 Minuten zusammen und gehen mal ganz konkret, was kannst du ganz konkret tun, um dahin zu kommen? Weil die Mama, die mich darauf brachte, auf das SOS-Coaching, sagte auch, ich würde es so gern machen, aber ich kann es mir einfach nicht leisten und das verstehe ich auch. Aber wenn ich dann sage, okay, wir machen es halt wirklich kurz und knackig, nur dieses eine Thema, nicht mehr, dann kann ich das natürlich auch sehr viel günstiger anbieten. So, und sie hat noch ein paar Anmerkungen danach gemacht. Ich bin nicht die konsequenteste Person. Beide Großen gleichzeitig zu Bett bringen funktioniert leider nicht. Ist okay, du hast festgestellt, es funktioniert nicht, also muss eine andere Lösung geben. Und da musst du einfach schauen, was für dich am besten passt. Und die Große muss trotz Nachmittagsbetreuung noch mehr zu Hause lernen, gerade lesen und Kopf rechnen. Auch das natürlich. Wenn du es alleine nicht schaffst, es macht dir niemanden, wird dir niemanden Vorwurf machen, weil das ist gerade echt viel für eine Person alleine. Such dir Unterstützung. Also geh zu deiner Krankenkasse, geh zur Caritas oder zu wem auch immer, schildere deine Probleme und frag nach Unterstützung. Es gibt Leihomas. Es gibt Leute, die zu dir nach Hause kommen und sagen, okay, ich setze mich gerne nochmal hin und lerne mit deinem Kind. Nachhilfelehrer zum Beispiel. In unserem Kindergarten ist zum Beispiel, also die dort Praktikum machen, die Mädels, die sind super begeistert und dankbar, wenn sie dann auch mal am Nachmittag sich irgendwo 5 Euro verdienen können, weil sie dir irgendwie was helfen können. Weil sie sich vielleicht mit einem Kind ganz besonders beschäftigen können. Das bekommt 1:1 Aufmerksamkeit, wenn du es gerade nicht kannst. Oder such dir Hilfe, wenn du sagst, okay, ich schaffe das abends nicht alleine mit allen. Such dir Unterstützung. Also es ist nichts Schlimmes und es muss auch nicht viel Geld kosten. Da gibt es garantiert irgendwie Unterstützung. Musst du halt nur schauen, was in deiner Stadt ist, wo du hingehen könntest. Wie soll ich das in 3 Stunden abends stecken? Genau, das ist, du musst dann gucken, du hast das Zeitfenster von 3 Stunden. Was musst du alles in diesen 3 Stunden tun? Wie kannst du das schaffen? Und wenn du es nicht alleine schaffen kannst, musst du dir Hilfe suchen. Genau, also da, wenn du sagst, die hat einfach auch Probleme in der Schule, deine Tochter, dann such dir Unterstützung. Such dir Nachhilfe. Es gibt so viele Angebote. Es sind entweder Leute, die zum Beispiel Lehramt studieren, im Referendariat sind. Das sind selbst noch Schüler, die aber halt gut in einem Fach sind. Also frag in deinem Bekanntenkreis nach. Wir müssen auch offen rausgehen mit unseren Problemen. Wenn wir niemandem davon erzählen, kann uns auch niemand Hilfe anbieten oder eine Lösung anbieten. Wenn du sagst, erzähl allen Leuten, dass du Unterstützung im Haushalt suchst, dass du Unterstützung in Form von Nachhilfe suchst oder Kinderbetreuung suchst und irgendjemand wird zu dir kommen und sagen, hier, ich habe genau die perfekte Person für dich. Das sind jetzt so die ganzen Sachen, die ich dir jetzt dazu sagen kann. Ich hoffe, das konnte dir so ein bisschen weiterhelfen. Und jetzt gucken wir mal, was es noch so für Fragen gibt. Als Vorletztes habe ich jetzt noch eine Mama, die mir ganz viele Sprachnachrichten geschickt hat und auch dabei mehrere Themen angesprochen hat. Und ich versuche das jetzt so in meinen eigenen Worten irgendwie wiederzugeben und darauf einzugehen. Also zum einen war jetzt zum Beispiel auch das Thema, wie kann ich meinen Haushalt schaffen, wenn das Kind dabei ist und dass sie schon starke Stresssymptome hat. Also zum einen habe ich ja schon im Vorfeld des Videos, was man da so ein bisschen tun kann, um sich seinen Haushalt ein bisschen anders zu organisieren, es besser hinzubekommen. Was ich euch da noch empfehlen möchte, ist ein Buch von Familie Ordentlich. Das habe ich auch schon mal, ich weiß nicht, ob ich ein extra Video dazu gedreht habe. Ich habe es euch auf jeden Fall schon mal gezeigt. Falls ich ein extra Video dazu gedreht habe, verlinke ich euch jetzt das mal. Ansonsten verlinke ich euch mal das Buch unten in der Infobox. Also das würde ich dir sehr empfehlen zu lesen und damit zu arbeiten. Wenn du sagst, du hast starke Stresssymptome, auch da diese ganze Sache Yoga, Meditation, dir einfach Zeit für dich nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig zu schauen, wo kannst du dir Zeit in deinem Alltag schaffen.
Als wir noch zu Hause war, habe ich viel mit ihr zusammen gemacht, wenn ich sie in der Trage hatte. Also Staubsaugen, Bodenwischen und so. Das funktioniert sehr gut, wenn das Kind mit in der Trage ist. Manchmal habe ich sie mir einfach auch dazu genommen. Also sie war in ihrem Laufstall und ich habe irgendwas gemacht. Oder sie war mit dabei beim Bettwäsche wechseln. Oder ich habe dann gesagt, okay, sie schläft Mittag anderthalb Stunden. Dann mache ich erst eine Dreiviertelstunde was im Haushalt und eine Dreiviertelstunde ruhe ich mich aber auch wirklich aus. Also könnte man wieder super in so einem SOS-Coaching gucken, okay, wie sieht dein Alltag wirklich ganz konkret aus und wo kannst du andere Strukturen schaffen, wo kannst du dir ein bisschen, wo kannst du ein bisschen Änderungen herbeiführen. So, und jetzt höre ich mal nach die nächsten Nachrichten und wir gucken, wie es da weitergeht. Als nächstes hat sie jetzt angesprochen, Trotzphasen mit ihrem Kind und dass sie eigentlich wüsste, wie sie reagieren sollte, aber dann doch nicht irgendwie dahin kommt. Also so ein bisschen was habe ich ja schon erzählt. Zum einen möchte ich euch da ein Buch sehr empfehlen zum Thema Trotzphasen, was ich euch auch nochmal unten verlinken werde. Und dann hat sie angesprochen, so dieses, sie weiß eigentlich, dass sie aus der Situation gehen sollte. Sie weiß auch, dass das Kind ist nicht böse meist und sie weiß und es hilft ihr aber nichts. Und da habe ich schon gestern, als ich diese Nachrichten abgehört habe, mir überlegt, und das werde ich für euch machen, ich werde solche SOS-Hilfen aufnehmen. Das heißt, so stärkende Sätze, wo ich euch sage, was für eine tolle Mutter ihr seid, dass das gerade nur eine Zeit ist, dass ihr da durchkommt, dass ihr das schafft, dass ihr nicht alleine seid, dass ihr das, ne, also solche stärkenden Affirmationen. Und das werden so wirklich, was so nur eine Minute oder so geht. Und das werde ich zu verschiedenen Alltagssituationen einfach bauen und euch dann schicken. Und wenn euch das interessiert, das werde ich über meinen WhatsApp-Verteiler rausschicken, dann meldet euch gerne bei dem WhatsApp-Verteiler noch mit an. Da findet ihr den Link auch unten in der Infobox, wie ihr euch da anmelden könnt. Und das werde ich dann in ein paar Tagen dort rausschicken, dass ihr euch das dann runterladen könnt auf euer Handy. Und wenn ihr in so einer Situation seid, weil die Kinder sich streiten, weil ein Kind gerade trotzt, das anmachen, Kopfhörer rein und euch das mal kurz anhören. Ich glaube, das könnte helfen. Ansonsten ist es auch wieder dieses, die Grundentspannung, dass es nicht so schnell eskaliert, ist zum Beispiel auch ein guter Tipp. Und Dinge ausprobieren. Also ich habe viele Erziehungsratgeber gelesen und für mich hat auch vieles nicht funktioniert. Bei mir hat tatsächlich dieses funktioniert, aber das muss auch jeder für sich sehen, wenn es wer das tatsächlich mal hat. Sie sagte gerade, ihr Kind will dann nicht auf den Arm. Nee, Svea will dann auch nicht auf den Arm, aber es ist tatsächlich was, was am schnellsten hilft, sie festzuhalten. Sie einfach festzuhalten. Den Tipp habe ich von einer Erzieherin bekommen, sie einfach in ihrem Trotz festzuhalten. Das tut weh, also mir tut es weh, weil die tritt natürlich auch. Am Anfang steigert sie sich erstmal noch mehr da rein und schreit noch mehr, aber sie beruhigt sich schneller, als wenn ich sie toben lassen würde. Aber das ist etwas, das funktioniert für mich, das funktioniert bei dir, das funktioniert bei mir. Und das funktioniert mit meinem Kind, aber das muss man ausprobieren, was funktioniert. Funktioniert aus der Situation herausgehen. Beim Vince hat zum Beispiel immer funktioniert, ihn einfach machen zu lassen. Ich bin dann einfach 2 Meter weggegangen, habe mich da hingesetzt und habe ihn machen lassen. Ich war da, damit nichts passieren kann, aber ich habe ihn machen lassen. Und da ging es für ihn am schnellsten. Bei Svea funktioniert es am besten, wenn ich sie wirklich festhalte. Also du musst ausprobieren, auch nicht resignieren, sondern verschiedene Sachen einfach ausprobieren, bis du das eine gefunden hast, was für dich funktioniert. Und sie sagte auch, sie möchte nicht, dass ihr Kind so wird, dies wird, das bekommt. Und das ist eine ganz, ganz große Motivation. Behalte dir das. Das hat auch vieles in meinem Leben verändert, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass meine Kinder mal depressiv werden. Und dann fang damit an, nimm das als Motivator, bei dir selbst anzufangen und Dinge zu ändern. Also bei dir selbst den Stress zu regulieren, dir selbst etwas Gutes zu tun. Das hat auch was mit natürlich innerem Schweinehund zu tun und den muss man erstmal überwinden. Aber fang an für deine Kinder. So, und jetzt höre ich mal weiter, weil sie hatte da noch mehr. Also da kamen jetzt bei den letzten Sprachnachrichten nochmal wieder so viele Themen auf einmal. Also sie fing an, von einem Thema zu erzählen, von einem Problem erzählen und sagt dann, ja und das auch noch und das auch noch, das auch noch. Also da kommt gerade sehr, sehr viel bei ihr zusammen und da ist auch wieder dieses, das ist so ein großes und das besteht aus vielen kleinen und wir müssen uns immer die einzelnen kleinen angucken und jedes irgendwie angehen. Das eine war bei ihr auch wirklich nochmal dieses, dass sie keinen Sex mehr mit ihrem Partner hatte. Auf das Thema bin ich ja schon mal im Laufe des Videos eingegangen, was man da eventuell so tun könnte.
Dann kam bei ihr jetzt aber auch noch so ein bisschen eine härtere Nummer dazu und auch ein Vertrauensbruch so ein bisschen hinzu. Und da muss man immer gucken, jeder hat Bedürfnisse in einer Familie. Das Kind hat Bedürfnisse, dein Partner hat Bedürfnisse, aber du als Frau hast auch Bedürfnisse. Und ein Bedürfnis ist zum Beispiel auch, dass man respektiert wird zum Beispiel. Und da muss man ganz klare Worte finden. Da muss man sagen, das möchte ich zum Beispiel nicht mehr, dass du das tust. Und dein Partner muss das verstehen. Und wenn er es nicht versteht, dann muss man Konsequenzen auch daraus ziehen. Also und auch Lösungen, die für beide vereinbar sind. Also da muss man auch ganz konkret Lösungen finden, die für beide vereinbar sind. Da muss man auch Kompromisse eingehen. Da muss man gucken, wie man mit diesem Thema weiter umgehen kann. Aber wie man Sex in einer Beziehung wieder aufleben lassen kann, darüber habe ich ja schon gesprochen. Dann war noch ein Thema ihr Energielevel, dass sie halt wirklich kaum noch Energie hat, dass sie dann auch gerne mit einschläft, zum Beispiel, wenn ihre Tochter dann abends schläft. Und das zum einen wieder, habe ich ja schon gesagt, ne, also was man da halt machen kann, dass man halt immer gucken muss, dass der Energiehaushalt möglichst konstant ist. Dann verweise ich gerne nochmal auf das E-Book zum Beispiel zurück und auch auf Yoga und Meditation nochmal zurück. Du musst einfach deinen Alltag von Grund auf neu strukturieren. Du musst komplett neue Routinen schaffen, die dir halt helfen aus dieser schwierigen, weil da waren gerade so viele Themen und du musst einfach deinen Alltag, denke ich, komplett einmal umstrukturieren und erstmal für dich so einrichten, dass du mehr Energie hast, mehr Zeit für dich hast, dir mehr Ruhe für dich nimmst. Und dann guckst du dir die vielen kleinen Probleme an. Die Trotzphasen, was kannst du tun? Dein Haushalt, was kannst du konkret tun? Der Sex mit deinem Partner, was kannst du konkret tun? Das sind erstmal so viele Themen und du kannst nicht alle auf einmal bearbeiten. Und du musst peu à peu, schreib alles auf. An was möchtest du alles arbeiten, was stört dich? Und dann setzt Prioritäten. Was ist das, was gerade am meisten Druck und Stress bei mir verursacht? Damit beschäftigst du dich als erstes und gehst das ganz konkret an. Was kann ich ganz konkret in welchen Schritten tun, um zu einer Lösung zu kommen? Dann gehst du zu Problem Nummer 2 und so machst du dann weiter. Sie hat auch gesagt, dass sie sich selbst verändert hat, seit sie Mama ist. Auch das ist was völlig Natürliches. Und da möchte ich gerne zu meinem letzten Video nochmal verweisen und euch das hier nochmal verlinken. Schau dir das zu dem Thema gerne mal an. Und dann fragte sie noch, was ich für Tipps habe wegen PMS. Also ich habe auch PMS. Bei mir sind es aber zum Glück nur so 1-2 Tage. Erstmal hat sich bei mir vieles verändert, als mir bewusst wurde, das ist PMS. Und das ist was Hormonisches, das ist bei vielen Frauen so und ich kann dagegen nichts machen. Also mir hat viel geholfen, dass ich eingesehen habe, okay, ich habe jetzt PMS, das ist jetzt einfach so. Und dann schaue, wie kann ich damit am besten umgehen. Also an den Tagen, wo ich PMS habe, versuche ich auch nicht auf Krampf lustig und fröhlich und gesellig zu sein, dann bin ich halt so. Ich schaue, dass ich viel dann ruhige Tage habe. Also wenn du einen regelmäßigen Zyklus hast, weißt du ja auch, wann du PMS hast. Und an diesen Tagen versuche ich halt wirklich, mir keine Termine großartig zu legen, mich nicht unbedingt zu verabreden, weil man da einfach meistens keine Lust drauf hat, weil es einem da nicht so gut geht. Und in der Zeit dann lieber zu schauen, sich Zeit für sich zu nehmen, zu meditieren, Tagebuch zu schreiben, keine Ahnung, sich in die Wanne zu legen, sich mit einer Wärmflasche irgendwo hinzulesen und ein Buch zu lesen, was dich dann aber nicht noch trauriger macht oder so, sondern was vielleicht ein sehr schönes Buch ist, wo du da gute Laune bekommst. Und was auch in der Nachricht nochmal kam und ja auch in vielen vorhergegangen war, so dieses, ich habe niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Und das ist so dieses, wo ich sage, okay, es ist wirklich wichtig und richtig, dass wir diese Sprechstunde haben und dass wir das auch regelmäßig machen. Jetzt muss ich mal gucken, ob genug Fragen zusammenkommen, dass wir das wirklich wöchentlich machen oder ob wir es alle 2 Wochen machen oder einmal im Monat machen. Könnt ihr mir auch gerne eure Meinung dazu mal jetzt in die Kommentare schreiben. Aber ich merke, dass es wichtig ist, dass man sowas hat und dieser Ansprechpartner möchte ich sehr, sehr gerne für euch sein, weil man braucht, dass man, es hilft manchmal einfach nur darüber zu sprechen und deswegen schickt mir da auch gerne längere Nachrichten, nehmt euch die Zeit, formuliert die Nachricht vielleicht schon im Vorfeld und schickt sie dann nur ab, wenn ich meine Sprechstunde habe, schickt mir auch sehr, sehr gerne Sprachnachrichten, weil es hilft einfach darüber sprechen zu können. Und dann hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt, dass ich eine Frage habe, die ich so nicht beantworten konnte. Und deswegen stelle ich die Frage jetzt trotzdem und vielleicht gibt es jemanden von euch, der das beantworten kann und das einfach mal bitte dann unten in die Kommentare schreibt.
Ich weiß zwar nicht, ob das passt, aber da ja viele Mamas in Teilzeitarbeit sind, vielleicht kann mir ja eine helfen. Wie kompensiere ich die Arbeitstage, die mir fehlen? Also ich bin nur 2 volle Tage die Woche da und dann bin ich auch noch an 2 unterschiedlichen Stellen eingesetzt. Also da ist wirklich, da kann ich wirklich gar nicht helfen, da habe ich überhaupt keinen Plan davon, aber vielleicht ist ja jemand von euch dabei, der da helfen kann. Ansonsten bin ich jetzt sehr gespannt, wenn ich das Video schneide, wie elendig lang das geworden ist. Oh mein Gott, schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Soll ich das beim nächsten Teil eher in kleinere Videos stückeln? Soll es so lang bleiben? Wollen wir das wöchentlich machen? Ja, ich bin mega gespannt auf euer Feedback. Freue mich auch über Nachrichten von den Mamas, deren Fragen ich jetzt hier gerade beantwortet habe, ob das so okay war, ob sie noch weitere Fragen haben. Dann schreibt mir sehr, sehr gerne und ich versuche an alles zu denken, euch Videos und Buchtipps und Audiokurse und allen möglichen Pipapo unten zu verlinken. Also schaut jetzt auf jeden Fall auch unten in die Infobox rein, da verlinke ich ganz, ganz viel. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss.